Heute, am 23.10.2019, sollte im Martha-Frenkel-Saal des Deutschen Hygienemuseums in Dresden über das Thema Sterben im Mittelmeer unter dem Motto Ist Menschlichkeit verhandelbar debattiert werden. Der Stargast war der Kapitän des Schiffes der Mission Lifeline, Peter Reisch, der sich selbst als Lebensretter sieht. Diese Meinung wird jedoch von sehr vielen Menschen in Dresden nicht geteilt. Vor dem Eingang des Hygienemuseums versammelte sich eine Gruppe von Dresdner Bürgern, die unmissverständlich ihre Sicht der Dinge zum Ausdruck brachten, indem sie die Bekämpfung von Schlepperei verlangten. Es gab auch vereinzelt Journalisten, die sich für die Meinung der Dresdner Bürger interessierten. Die dort rein gehen in Masse, junge Leute, Studenten, die es nicht wissen wollen, nicht wissen können, weil die Jugend hier massiv verblödet wird. Also, wenn dort Leute zu Wort kommen, die anders denken, dann können die sicherlich nicht große Reden halten. Schon mal eine Plattform zu haben, wo beide Seiten auf der Bühne sitzen und diskutieren können, ist doch schon mal ein guter Anfang. Wenn beide Seiten auf der Bühne sitzen können und in Ruhe diskutieren. Okay. So wie wir jetzt auch gerade. Sie sind sicherlich auch anderer Meinung wie ich. Aber ich komme aus der Schweiz. Ich bin Schweizer, ich bin neutral. Ja. Journalisten sollten ja neutral sein. Journalisten sollten neutral sein. Also. Aber nicht in Deutschland. Naja. Als Schweizer habe ich da gute Voraussetzungen. Das ist ja mit der Medienfreiheit. Das ist hinüber. Mit der Meinungs- und Medienfreiheit ist es vorbei. Es steht zwar im Gesetz drin, aber keiner hält es mehr. Vielen Dank. Dürften wir, wenn wir das Material verwenden würden, dürfen wir Ihren Namen verwenden oder möchten Sie lieber anonym bleiben? Ich. Kann ich mir den Namen kurz notieren? Doch.